Hallo und herzlich willkommen zurück bei Ticket. Ja, Facecam und so ist gerade ja nicht vorhanden. Sagen wir es einfach mal so, genau. Die ist einfach nicht vorhanden. Wir müssen da mal ohne auskommen. Aber ich werde sowieso nur zwei Folgen aufnehmen, denn wir haben schon wieder sehr spät, 20 vor 3 mitten in der Nacht. Aber zwei Folgen muss ich noch aufnehmen. Will ich noch aufnehmen? Keine Ahnung. Sowieso bis 3 Uhr mache ich ja immer. Von daher passt das schon noch. Also es wird also nicht allzu viel, deswegen werdet ihr nicht so viel mit der Facecam verpassen. So, ich wollte hier unten eigentlich noch eine Kiste haben. Habe ich hier oben eine Kiste schon mal hingesetzt irgendwie? Nein, habe ich noch nicht. Aua. Könnte ich eigentlich mal hier so in die Ecke setzen. Hier habe ich ja noch Platz. Machen wir noch ein bisschen breiter, das Ding hier. So, dann machen wir hier hinten so eine Kiste hin. Das wird ganz gut. Dann müssen wir allerdings auch noch ein bisschen ausleuchten hier. Ich brauche sowieso noch viel mehr Glowstone, sage ich gerade. Das ist zu wenig auf jeden Fall. Habe ich keine Fackeln? Das gibt's doch nicht. Ich habe keine Fackeln dabei. Hier ist noch ein bisschen Glowstone. Cool. Bin ich blind oder habe ich keine Fackeln? Da sind sie doch. Ich bin blind. Okay. Dann machen wir hier so eine Fackel rein. Hier sind fast schon genug Fackeln an der Wand. Nein, sind sie nicht. Ich wollte hier eine hin. Ach, da muss ich die Wand noch austauschen. Ach, das machen wir hinterher. Schön machen wir hinterher, ja? Und hier muss die Wumme. Habe ich das hier schon irgendwie richtig gemacht? Das sieht völlig schief aus. Machen wir anders. Machen wir hier hin und hier hin. Und da, das passt. Okay, machen wir auf der Seite genauso. Da und da. Den weg. Hier ist der Eingang. Komm, an den Eingang kommen Fackeln dran. So. Genau, und dann dahin. Dann sind die quasi immer da, wo die Erde ist. Da sind auch die Fackeln. Ups. Ne, so, wenn man so die Linie weiter guckt. Und hier hinten natürlich auch. Also dahin und dahin. Der nicht. Der in der Mitte muss auch weg eigentlich. Und dann dahin und dahin. So, das ist erstmal so randmäßig genug. Also es muss hier unten richtig hell sein. Wir müssen hier auch noch was ein bisschen mit Glowstone machen. Aber dazu später. Dazu später alles. So, was haben wir? Wir haben die Crops, die haben wir. Ich wollte eine Kiste haben, habe ich gesagt. Habe ich denn noch irgendwo Holz hier? Mein Philosophenstuhl, ach, ich kann auch eigentlich so ein Crafting Table mal hinsetzen. Schadet ja eigentlich nicht. Was habe ich jetzt gemacht? So. Kommt her. So. Hier setzen wir einfach mal hier so in die Ecke rein. Und dann mache ich mir mal eben schnell eine große Kiste. Das ist gut. Dann machen wir die, setzen wir einfach hier so in die Ecke. Blub, blub. So, da kann man alles Mögliche reinräumen, was wir an Mist brauchen. So, ich glaube, ich habe alles eigentlich gesammelt. Ich konnte anfangen zu craften, habe ich jetzt mal gesagt, ne? Die Energiezellen, die Wasserzellen habe ich, glaube ich, in den Macerator oben reingepackt. Hier müssen noch Treppen rein. Müssen wir mal, dann machen wir bei Zeit, machen wir das mal. Hallo, liebe Welt. So. Ich meine, das hätte ich schon in den Macerator reingestopft. Oder in den Extraktor, irgendwo habe ich so reingestopft, ich weiß das noch. Aber wo? Da ist der Kompressor. Hier. Ach, der kann ja immer nur einzeln, ne? Ah, die muss man ja immer rausnehmen. Da war ja was. So, auf jeden Fall haben wir jetzt hier Kohlenzell. Eine Kohlenzell? Wollten wir das überhaupt haben? Ich wollte doch eine hydraulische Zelle haben, aber es ist doch eine hydraulische Zelle, oder? Bin mir jetzt gerade nicht mehr so sicher. Egal. Ja, die Dinge haben wir auf jeden Fall gecraftet. Die machen sich jetzt hier automatisch immer weiter. Wo ist der? Da kommt wieder einer raus. Die kann man nicht stapeln. Das ist ätzend. Das ist ja echt ätzend. Das ist ja echt ätzend. Ich könnte mir eigentlich nochmal so wieder so einen blauen Sack craften. Dann habe ich wenigstens wieder meine Items wieder. Ich kann auch erstmal einfach irgendwas wegschmeißen, was wir jetzt gerade nicht brauchen. Aber ich weiß gar nicht, was wir nicht brauchen. Ich glaube, das brauchen wir gerade nicht. Und die Erde brauchen wir gerade nicht. Generell, wir haben hier noch so viel in diesem Sack drin, was wir noch irgendwie mal wegtransportieren müssten. Moment, da habe ich gerade eine Idee. Ich hoffe, wenn wir das da reinschmeißen, dass es im System landet. Müsste aber eigentlich, ne? Wo ist denn da? Wenn wir das hier reinschmeißen, müsste das doch eigentlich ins System fließen. Ich versuche das mal. Einfach so, alles, was wir hier drin bei haben, was wir jetzt gerade nicht mehr brauchen, schmeißen wir alles mal weg hier erstmal. So, das Spinnauge können wir gut gebrauchen. Und wird das hochtransportiert? Das sieht gut aus. Ich hoffe, das klappt so.
Ein bisschen aufräumen im Inventar. Ne? Ein bisschen aufräumen muss ja mal sein. Oh, hier ist richtig ein Kloster, habe ich ja auch. Guck mal, schon findet man alles auch wieder. Das können wir alles noch gebrauchen. Die ganzen Setzlinge hier brauche ich alle gerade nicht. So, das Hühnchen brauche ich gerade nicht. Das brauche ich nicht. Ach doch, das hätte ich nicht gebrauchen können. Flaxseed, die kann ich nicht gebrauchen. Das kann ich nicht gebrauchen. So, weg damit, weg damit. Guck mal, was ich alles hier mit rumschleppe, das ist sowieso viel zu viel. Wir müssen mal ein bisschen aufräumen hier, glaube ich. Ich könnte mal auf diese Aufräumtaste drücken. Wo ist sie denn eigentlich? Ist sie gar nicht mehr hier? Doch, da. Jupp. Falsche. Die muss ich drücken. Nee. So, okay. Jetzt können wir noch mal ein bisschen wegschmeißen hier. Ich mag ja eigentlich dieses Aufräumen nicht. Das sieht immer so... Das ist irgendwie nicht so meins. Das noch weg. Die Eier brauche ich auch nicht. So, weil nämlich dann nicht mehr das ist, wo ich suche. Zum Beispiel, das muss doch da oben auf jeden Fall. Schienen brauche ich nicht. So, ich hoffe, das geht jetzt alles ins System. Aber es müsste eigentlich ins System gehen. Wo läuft das alles hin? Hä? Hier drin ist es nicht gelandet. Es ist doch gerade hier rüber geflogen. Geil. Macht ja Sinn. Hier kann ich die Items wieder aufsammeln, die ich gerade fallen lassen habe. Die liegen jetzt alle hier unten. Wieso? Achso, daraus kann er kein Brot machen und der kann es nicht... Verdammt, ich kann das gar nicht hier alles hinschmeißen. Scheiße. Ist das ärgerlich. Moment, ich muss mal, wenn ich hier durch die Wand komme, wo komme ich denn raus? Ist da irgendwas zum kaputt gehen? Nein. Verdammter Mist. Echt jetzt. Scheiße, wie machen wir das jetzt am besten, dass wir alles wieder aufheben können? Oh, hier ist überall kein Platz. Überall kein Platz. Habe ich noch Holz? Habe ich noch Holz? 4 Stück. Das ist nicht gerade viel. Verdammt. Ich muss mal ganz schnell runtergehen. Ich kann ja die ganzen Items nicht verlieren. Ah, warum klappt das denn nicht? Ah, ätzend, sage ich. Ätzend. Dabei wollte ich jetzt hier mit dem Crossbreeding mal so langsam anfangen, aber jetzt mache ich hier so einen Scheiß. Ich weiß, ne, ihr werdet mich dafür hassen. So, das tun wir jetzt mal alles hier raus hier ganz schnell. Zack, 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 behalten wir. So, das heißt, alles können wir jetzt hier einfach einsammeln und dann wieder wegtun. Stimmt ja, der verteilt die Samen automatisch auf die, Deployer und die da aus dem Brot wird, aus den Weizen soll ja extra Brot gemacht werden direkt. Eigentlich können wir hier den Durchgang auch lassen, oder? Können wir vielleicht eine Tür reinmachen noch. Dann muss ich nicht mal ganz hinten rumlaufen. Eigentlich können wir das machen. Ich glaube, das machen wir auch. So, habe ich alles aufgehoben wieder? Nee. Ich habe so viel weggeschmissen, dass mein ganzes Inventar voll ist. So. So, jetzt hier. Hier wird es auf jeden Fall einsortiert. Da können wir das auf jeden Fall reintun. So, la 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 la. Zack. Weiter, was gibt's da noch? Den noch, okay. Auch da rein. Tschüss. Gut, das haben wir alles gemacht. Das Loch können wir einfach so lassen erstmal hier. Das können wir immer noch wieder zumachen. Das sieht sowieso Chaos aus hier, dieser Raum. Ganz ehrlich. Laufbug. Geilo. Geilomat. So, jetzt können wir wieder zurück. Stopp, hier die Zelle rausnehmen. Wenn ich nicht dabei stehen bleibe, wird das sowieso nichts. Aber gut, was sollen wir machen? Ich wollte noch was craften, ne? Also. Ich habe die Zellen jetzt, ne? Die habe ich gemacht. Die brauche ich auf jeden Fall. Ich muss mal mein ganzes Item jetzt wieder mitnehmen. Obwohl, alles brauche ich davon nicht, aber gut. Lal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 
Haben wir noch ein bisschen Essen? Brot, Brot tut allen in der Not gut. So, jetzt nochmal zwei Brötchen. Aber der pumpt dann die Items dahin. Der kann dann nichts mit anfangen und der pumpt sie hoffentlich wieder raus, oder? Keine Ahnung, probieren wir mal aus. Wo ist mein Spinnenauge? Sieh zu, plopp, da wird rausgepumpt. Das grüne Zeug ist Green Powder. Und damit stellen wir Wheat Eggs her. Das ist so ein Bekämpfungsmittel gegen Schädlinge. Mal, das fliegt ja schnell. Die Frage ist, wo kommt das dann raus? Das ist echt die Frage, geht das in diese Maschine rein und was wird aus dieser, in dieser Maschine daraus gemacht? Wahrscheinlich nichts, weil die Maschine kann da einfach nichts draus machen. Schätze ich jetzt einfach mal. Das weg brauchen wir nicht. Ah, den Stone können wir behalten. Es wird schon wieder Nacht, das ist nicht gut. Schlafen ist jetzt nicht, haben wir jetzt keine Zeit zu. So, wo ist es drin gelandet? Da, wusste ich es doch. So, komm mal her. Zwei Wheat Eggs ist ja nix. Haben wir irgendwie Spinnenaugen da. Danke. Zack, rein da mit dir. So, haben wir noch mehr Spinnenaugen? Da ist noch eins. Das ist schon mal nicht schlecht. Wir hätten die Nacht kommen lassen sollen und dann hätten wir noch wenigstens ein paar Spinnenaugen gekriegt. Da ist noch ein Spinnenauge. Da ist noch ein Spinnenauge. Immerhin haben wir so ein bisschen Spinnenaugen haben wir gekriegt. Ist jetzt hier nix. So soll es sein. So, da haben wir noch drei Spinnenaugen, die machen wir auch noch da rein. Das fluppt dann hier durch, das können wir gleich einsammeln. Kohle hätten wir auch mal wieder zum reintun können. Da kommt der ganze Netherbrick an. Wieso geht das da rein teilweise? Also. Ach, das testet nur, ob es da reingehen kann, oder was? Ist Netherbrick nirgendwo eingestellt? Dann werde ich wohl mal hier hinten meine Kiste erweitern müssen, irgendwann mal. Doof. Irgendwie. Was auch immer das hier drin macht, das gehört ganz woanders rein. Egal, es ist eine andere Geschichte. So, in der Zeit ist jetzt aber hier das Green Powder angekommen. Das nehmen wir halt alles mit, okay. So, jetzt können wir aus diesen Zellen, die wir haben, und Green Powder und Redstone, das Wheat Eggs herstellen. Moment, das zeige ich euch natürlich gleich direkt. Wenn wir denn Redstone hätten. Das ist Redstone Torch, wir brauchen normales Redstone, haben wir nicht mehr. Wo wird das denn eingesortiert? Die Frage ist, ob wir überhaupt noch Redstone haben. Wir brauchen in letzter Zeit so viel Redstone hier in Gelb. Da müsste Redstone drin sein. Ja, toll, wir haben keinen Redstone mehr. Scheiße. Ah, kein Redstone mehr. Und jetzt stehen wir da. Wieso habe ich denn keinen Redstone mehr? Habe ich hier noch Redstone drin? Nein, natürlich nicht. Da unten? Jo, da ist Redstone drin. Das ist gut. Das ist gut. Das gefällt mir. So, jetzt können wir, kann ich euch zeigen, wie das geht. Dann müsst ihr eine Zelle nehmen hier. Ich pack mal nach unten. Oh mein Gott. Dann packt man hier so ein grünes Zeug drauf, so ein grünes Geblubber und da oben Redstone draus und dann sollte man ein Wheat Egg kriegen. Und wenn nicht, hat man was falsch gemacht. Scheiße. Brauche ich vielleicht irgendwie eine leere Zelle? Kann das sein? Wie kriege ich die wieder leer? Wir machen einfach neue. Zinn müssen wir machen. Zinnzellen. Ich brauche die jetzt nicht. Lassen wir mal da liegen. Da brauchen wir Zinn für. Die Kiste. Ziehen. 1, 2, 3, 4. Dann machen wir einfach neue. Ist ja kein Beinbruch. Machen wir unten. Ne, oben. Oben. 1, 2, 3, 4. So, dann haben wir neue. Da kommt das oben drauf. Und da kommt Redstone oben drauf. Da haben wir Wheat Eggs. Ja, da können wir erstmal ein paar von herstellen. Oh, die nehmen auch zu viel Platz weg. Moment, ich brauche wahrscheinlich. Doch, die Wasserzellen brauche ich ja auch. So, was machen wir denn damit jetzt? Egal, wir haben erstmal Wheat Eggs, haben wir erstmal hergestellt. So ist der Plan für Wheat Eggs. Und Wasserzellen habt ihr ja gesehen, die muss man im Macerator packen. So, was wir jetzt brauchen, ist der Crop Matron. Den werden wir jetzt bauen.
Ich meine, ich hätte alle Sachen schon dafür zusammengelegt. Wir brauchen auf jeden Fall elektrische Schaltkreise. Zwei Stück. Ist alles dafür da? Ja. Das heißt, wir können hier direkt mal zwei rausnehmen. Danke. Dann brauche ich die extra zu craften, ne? Versteht ihr? So, und dann brauchen wir... ich glaube, ein Maschinenblock ist das. Ich bin mir jetzt aber gerade nicht sicher. Aber jetzt muss man überlegen. Kompressor. Ich kann es hier nicht mehr richtig... Ist das ein Maschinenblock? Ich glaube schon. Ach, wisst ihr, ich kann das ja auch nachgucken, ne? Aber es wäre jetzt zu einfach. Ich gucke das mal nach. So. Ein Krop Matron. Da ist er. So, für einen Krop Matron brauchen wir einen Maschinenblock. Okay, wusste ich es doch. Und den Maschinenblock machen wir aus Refined Iron. Ich glaube, dafür habe ich genug Iron. Warum habe ich das denn weggeschmissen? Habe ich genug Iron dabei? Ja, die 9 Stück habe ich extra dabei gebracht, dabei genommen. Ich brauche nur 8. Maschinenblock, okay, den haben wir. Jetzt brauchen wir noch eine Chest. Aber kein Holz für eine Chest, cool. Das freut mich ja. Wir brauchen hier diese beiden. Cool, dass wir da noch...